Hast du ein Duell in Schwung? Nein, aber wenn wir uns treffen, gibt's doch direkt ein Duell. Du hast kein Geld. Ja, aber der andere hat Geld. Ja, aber du kannst nicht ein Duell. Achso, du meinst den Kampfspiel. Ah, so. Also Schmerzen möchtest du noch mehr verbreiten. Weil ihr macht es schon. Ja, na klar. Wir werden mitten Talent. Im Party Wäsche machen, ich glaub's nicht. Junge, ernst aber ehrlich, das Spiel kann man denn nicht angucken. Da guckt sich lieber die 5% meinen Stuhl an. Das ist viel interessanter als das Spiel. Muss man extra ranzoomen dann. Ja, das tun ja das, was ich mache, was ich in diesem Ding mache hier. Das ist ja Stuhlstream interessanter. Jetzt weiß ich, warum Flo einen Stuhlstream haben will. Verstehe ich. Also wenn mir ein Spiel so weit bringt, muss man schon echt, also puh, Premium-Spiel. Ey, das ist die letzte Map. Ja, deswegen bin ich ja auch glücklich. Trotzdem, es ist, also so ein Spiel kann mir ja nie so weit bringen, aber das schon. Was so, ist ich mach weiter, dran, ich schlecht? Muss. Ey, ich finde das schlecht, das Spiel macht mir einfach keinen Spaß. Die Minispiele, die Karte oder alles? Die Minispiele normal? Und die Karten, die machen mir alle nicht Spaß. Das soll was heißen. Das ist wirklich. Puh, also ein Durchzwingen durch die Karten. Ich darf wieder nicht entscheiden, wo ich lang will. Hallo? Ja, komm zu mir, schlag ein. Und das ist genau das Gleiche, der kann ja nichts machen. Das ist halt wegen dem scheiß Controller, der ja angenommen wird. Das, ohne Sache, Alter, einfach weg. Mein Controller, scheiße, Mama. Ja, wenn er schon nicht angenommen wird vom Spiel. Oder dein Controller sagt, das Spiel, ne, das ist zu schlecht, um das überhaupt anzufassen. Ja, am meisten die ganze Zeit hat er. Lauf mal unten lang. Ich kann nicht. Schade. Der kann ja nicht, der kann nirgendwo. Er nimmt lieber nochmal. Ja, ich bin unnötig. Warte mal, hast du zu viel? Gib mir jetzt die eine Mütze wieder. Oh, scheiße. Brauchst du es anzufassen? Ah, ja, gib's immer her, ne? Aber ich hab keine 20, Bruder, ich hab nur eine! Ja, die eine will ich auch. Die eine reicht ihm. Der muss doch seine 30 Münzen wieder vollbekommen, die er uns gegeben hat. Mann, das ist so schön. Geisterglocke. Hauptruhe. Du hast, ja, du hast übrigens vergessen, das Item einzusetzen, da wegzuholen. Ach, alle gegen Hades. Lustpiraten. Oh, nee, Requisitpiraten. Das ist, dass du dich irgendwo hinter irgendein Requisit versteckst, mit irgendeiner Taste und dann wirst du gefunden. Was bei mir irgendwie nie funktioniert, weil ich immer da stehen bleibe. Hades, vertrau mir und nimm den Pilz. Okay. Ich bin eigentlich nach unten. Hey, ich hab noch nicht mal nach da oben gezielt. Ich liebe meine Steuerungen übrigens, ne? Ich hab nach unten gedrückt sogar. Ich hab für dich Hades nach unten gedrückt. Ich hab gehört, Hades, vertrau mir. Das Spiel ist so mies. Das reagiert nicht. Es reagiert halt wirklich nicht. Es hat legit bei mir auch nicht reagiert. Ich darf nicht drücken, weil ihr bei der erwischt worden seid. Ah, interessant. Oh. Was ist das denn? Aber ich sag's, es ist, ich hätte den Baumstumpf genommen. Nimm den Stein, vertrau mir nicht. Alter, er hat zwei Steine genommen. Hat er dich jetzt besser laufen lassen? Ja, du hast ja nämlich nicht vertraut, also mich nicht vertraut dementsprechend, ne? Hast du ja das Richtige oder das Falsche genommen? Ach, keine Ahnung. Du bist noch genug Kompass, sagt den richtigen Oh, Stein. Letzten 5 Runden, danke, Mivo. Sei, ich liebe dich, ich küsse dich, wenn du das sagst, jetzt das Ende. So, wer gewinnt denn jetzt, laut dem Bowser? Verlierer ist... Ich bin dafür, dass Nintendo den dritten Teil nochmal komplett remaked. Boah, nee! Ja. Nintendo! Bei allen Göttern, ne? Ich gebe euch 100 Euro, wenn 100 Millionen Euro, wenn ihr das lasst. Christian. Ich glaube, 100 Millionen den, sind für den nichts. Ja, leider, ja, ich weiß. DLC gibt's dann dieses Spiel. Weil es ein Switch-Teil, wo ja die Remake-Spiele drauf sind. Dann gibt's das ja DLC.
Da musst du ja schon Frust trinken anfangen, damit du überhaupt das überlebst, ey. Könntest die Zauberlampe holen, Rubin und Co. kann, dass du noch genug Geld zusammenbekommst. Ja, aber weißt du was? Oder die Itemtasche. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mal einen Stern, den ich ja immer habe, irgendwie beschützen. Keiner hat bisher 50 Münzen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand... Vor allem würde niemandem was nützen, jetzt noch was zu klauen. Du hast ab nächster Runde ein. Ja, ich komme da aber nicht hoch. Also in 5 Runden glaube ich nicht. Lauf da und dann nimm mal den unteren Weg. Wir wollen mal herausfinden, was der untere Weg macht. Ah, der untere ist ja auch eigentlich nur... Also ich weiß nicht, was der macht. Gar nichts. Gar nichts. Die machen beide nichts. So. Luigi, du hast die meisten. Gib mir ja, mal ein bisschen. Ja, mach ruhig. Ist mir so egal. Wahrscheinlich sind es 21, obwohl ich A drücke wie so eine besenkte Sau. Ja, sag ich doch. 21, noch besser. Also, ich hab gesagt, das Spiel ist einfach durch. Es ist total klasse. Da verliere ich direkt Münzen. Also ich muss sagen, ohne euch wäre das Projekt nicht so schön. Ich muss sagen, hätten wir ein anderes Mal eine Party, hätte ich ein schöneres Spielerlebnis. Aber ganz ehrlich, ohne euch würde ich das Spiel nicht weiterspielen. Da bin ich ehrlich. Tschüss dann. Ja, komm, ich gönn dir jetzt das restliche Geld von mir. Ja, aber gewinnen wirst du wahrscheinlich. Nee, wieso? Warum sollte ich gewinnen? Weil du meistens... Er gibt auf! Weil du meistens die... Ich hab innerlich schon aufgeheben. Da ist nichts mehr. Ich geb mir jetzt keine Mühe mehr. Ja, warte, bevor jetzt irgendwas... A und B wiederholt drücken wegen... Warte, A war gegen und... B war mit... Ach, keine Ahnung. Ich versuche einfach mein Bestes. Oh, schick. Wenn du schon dein Bestes versuchst, gewinnst du. Also mehr oder weniger das Beste. Achso. A drücken, ja. Gedrückt halt, nicht gedrückt halt, sondern... Dauerhaft drücken, entschuldige, das habe ich nicht gesagt. Und du musst genau das erwischen, wo er den Pfeil hat. Okay. Wie meinst du, dass er kommt und gewinnen lassen will, ne? Ich habe nicht gesagt, dass ich gewinnen lasse. Ich gebe mir einfach nur nicht Mühe. Du weißt doch, wenn er sich keine Mühe gibt, dann gewinnt er trotzdem. Muss nie immer was heißen. Kommt immer auf das Minigame an. Er ist ja der Mario Party Erfinder. Nee, also das Mario Party habe ich nicht erfunden. Also wenn er das Mario Party erfunden hätte, ich glaube, da hätte er sich selbst umgebracht. Also Christian, ich finde ja, du bist charakteristisch Mario Party 3. Nee. Nee, bei weitem nicht. Ich bin charakteristisch wirklich die Mario Party 5. Weil da sind die meisten Spiele, die wirklich... Also die sind wirklich schön, die mag ich. Sind nicht nur A-Drück-Spiele, klar. Aber sie sind wirklich schön. Die Mario Party 5-Spiele, boah, da kommt niemand dran. Mario Party 2 hat eben halt den gleichen Flair, aber 3 nicht. Die, bitte, Hades. Nicht einfach... Was denn? Hä? Was denn? Ja, der hat den Stern schon wieder nicht umgesetzt. Ach so. Ach so. Ja, Stern umsetzen. Das tut mir ja so leid. Wir sind schon komplett fertig mit dem Spiel. Also wir den Stern komplett schon vergessen haben. Dass er da oben schild. Nee, ich hab ja gesagt, ich lass ihn da oben. Oh, ja, lass ihn da oben. Nee, lass ihn da oben. Ich hab kein Problem mit. Also wenn einer von euch da oben hinkommt, dann setze ich das ein. Ja, vielleicht hat er eine Zauberlampe. Ich meine, ich hab 3 Sterne, was will ich mehr? Ja, ist halt echt so. Du bist gerade hier der Überlauf. Der Genius bist du. Ja, und das können wir nur quasi schlagen, wenn wir alle Bonussterne bekommen. Rubin, du bist witzig. Ich weiß. Oh ne, bin ich cool. Im Team? Nee, du bist alleine, oder? Aber ich bin alleine. Ja. Nein! Oh nein! Oh, echt jetzt? Ich habe keine Konzentration. Ich weiß nicht, wer Z von uns hat. Ich habe A angezeigt. Ich habe B. Oh, ich bin ein Idiot. Oh, ich drücke immer falsch. Ich habe die falsche Kopf. Entschuldige. Oh ja, Spiel, ich verstehe. Tut mir leid, dass ich damit immer durcheinander komme mit meinem PlayStation 4 Controller. Ey, ich drücke doch nur einmal. Du musst doch nicht zweimal das meinen, dass ich da drauf gedrückt habe.
Ich hab letztens extra gewartet wegen der Schneeballkugel, ne? Also, ja, das ist so. Boah, ich hasse dieses Minispiel. Gibt's ein Minispiel, wo wir sagen, das ist eigentlich gut? Ich finde das sicherlich. Das Spiel gut. Ah, das ist deine Meinung, ne? Zu dem Spiel. Ich find's insane, dass du das Spiel gut findest, was ich hasse. Ich finde das ist das beste Mario Party All Time. Nein. Also kann ja sein, ne? Wäre jetzt mir egal. Nein. Ich hasse das. Ich hab schon gemerkt, dass das Schwächste ist. Danach kommt 2 und dann kommt 1. Ich fand 2 am schlechtesten. Dann kommt Warum das hier. Warum Weg nach oben? Du kannst doch nicht aussuchen, wo du lang gehst. Ja, ich hätte aber... Oh Gott, nee. Ich geh da lang. Komm, du kannst noch was Schönes gönnen, wie eine Bowser. Lampe Fortuna, schick du doch dem... Nö. Überlege, ob ich einen Umkehrpilz mitnehme. Einfach mitgenommen. Das war ja lange eine Überlegung, Alter. Ja, ich hab echt, also ich hab schon vorher überlegt. 1, 2, 3, ja, nee, Bowser heute nicht, tut mir leid. Also, falls du einen Ehevertrag haben willst, nächste Woche. Nächste Mario Party, entschuldige. Aber wir sind alle bei Bowser alle unten durch. Aber dafür hat Tristan die 69. Also ich glaube, Tristan kriegt schon mal den Münzstern. Ich hab keine Ahnung. Ich hab, wie gesagt, ich war bei der Hälfte, war abgeschalten. Da hast du Wäsche gemacht. Ich hab mir mehr um meine Wäsche gekümmert. Telekauf? Telekauf, ja, kannst du... Handy, das du anrufen kannst, ich will was haben. Genau. Ja. Kaufen für unterwegs, so gesehen. Ist gar nicht mal so schlecht, wenn man es so nimmt, aber... Ja. Vielleicht kriegst du was Schönes daraus. Ja, kannst du rein, theoretisch, aber irgendwie macht das in den letzten Runden... Du konntest ja nicht bei Beru nichts machen, fällt mir gerade auf. Weil du kein Geld hattest, glaube ich. Ach, stimmt, du hattest kein Geld. Ja, ist doch eh kostenlos. Nee, du 5 nee. Münzen. Für Münzen klauen. Lol. Das war mal kostenlos. Ja, aber wird dann wieder kam, kostenlos in Mario Party. An die Inflation, Junge. 5. Ja. Aber da ist kein Buhu mehr. Bowser ist schon. Buhu muss doch seine kleinen Kinder und sowas füttern. Oh Gott. Nicht das Spiel. Philipp, du weißt noch nach hinten lenken, damit, also nach hinten gehen, damit du besser lenken kannst? Bin da. Ich nicht der im Wasser? Nee, du bist derjenige, der uns fangen muss. Da steht auch runter ist die Distanz. Ja. Okay. Viel Spaß. Ja, ist eigentlich nicht so schwer, wenn man es drauf hat. Also wenn man es kennt, denn. Guck mal. Drück mal nach hinten. Genau. Wie dreht man sich denn? Du musst kannst nur im Stand drehen. Ich hab ein schönes Leben als Fisch. Ich auch. Ja. Du wirst jetzt zum Fischbraten. Oh, kennt ihr die Pokémon-Folge, wo Ash Kappador auf seinem Teller hatte, also sich das vorgestellt hat, Kappa zu essen? War schon echt böse. Probieren, viel Spaß. Ja, ne? Weil wir essen auch unsere Fische, ne? Mhm. Weißt du was, komm, bitte das Spiel, fang mich, komm, fang mich, ja. Beende das Spiel, das waren mir noch zu viele Sekunden. Ist halt echt so. Die paar Münzen, die gönnen wir mal. Komm, Pöff. So. Nein, danke, Spiel. Rubin, ich hab die ganze Zeit in den ganzen Spielen nur eine 1 gewürfelt, also... Ich bin jetzt auch nicht sonderlich glücklich darüber, was ich so alles würfel. Okay, eine 9 ist gut. Ja. Wie viele Runden sind eigentlich? Ich hab schon wieder vergessen. Ja, das... Bitte nicht mit mir. Bitte nicht mit mir. Oh nein. Hat sich ja so gelohnt, Bruder. Wie viel wolltest du denn tauschen? Ich will einfach nur euch dann weiter wegtauschen. Kannst du einen Umkehrpilz machen? Kannst du dich auch nach hinten bewegen?
Dann landest du nicht auf dem Bummfeld. Auf dem Bummfeld? Aber ich bin überlegt. Ach komm. Ich hab gehört, Christian hat noch Schulden. Warum willst du mich nochmal ärgern in dem Spiel? Können wir das nicht einfach lassen mit dem Phone? Nein. Ich bin ehrlich, ich würde. Das. Wie viele Runden ist das? Boah. Drei. Drei. Also für euch noch zwei, für mich noch drei. Jetzt sind es für mich auch nur zwei. Achso, ich verstehe, was du meinst. Ja, Hardest, du kannst auch irgendwie mal nicht irgendwie das benutzen, weil dann geht schneller einfach vorbei. Nö, ich will Spaß. Ja, schön. Man merkt. Du weißt doch, er liebt uns alle. Weil du spielst. Okay. A und Z, entschuldige. Das war Equivalent, ja. Das ist A und Z, wir treffen uns gegenseitig. Hohohoho, Junge! Arsch und sie schwitzen! Komm mal da Eisberg voraus! Hey, das gibt's doch nicht! Ey, das war aber knapp. Arschritt zu schwitzen. Gewonnen. Oh. Oh nein. Herzlichen Glückwunsch, Hades. Du hast das tollste Minispiel der Welt gewonnen. Hey, da habe ich am meisten Herzklopfen bei dem Minispiel. Nicht bei dem Angeln? Nee. So, Yoshi. Finde noch irgendwas Interessantes, Schönes bei Todd. Eine Zauberlampe. Ja, jetzt oder nie hier oben. Wollte gerade sagen. Wenn schon, denn schon. Wieso? Also so die letzten Runden. Oh nein. Oh nein! Voll Rubin. Toll! Zauberlampe für mich. Alter, warte mal. Bowser, Hades, du kannst dir selbst Bowser geben und 30 Münzen kassieren, ne? Und er gibt mir Bowser! Alter, ja, nee, du bist ganz schön klug. Ja, ne? Ist mir zu eingefallen. Komm, ja, gib mal. Mir Bowser. Wäre auf jeden Fall kluger, als mir nur irgendwas anzutun. Ja, ja, das stimmt. Yeah. Seht ihr, wie das Spiel mich mag? Ich krieg den nämlich sowas nicht. Hm? Ja, komm, ich nehme noch meine Geisterwehr, weil ich meine letzte einfach Menno. Weggeschmissen habe. Warum, Tristan? Ich habe schon überlegt, die nächsten Stern zu klauen. Ja, mach hin. Nein! Ja, gut, dass du eins gemacht hast, Junge. Das hat sich lohnt sich Erfolg, das zu Ja, es lohnt sich noch mehr, das anzuschauen. Oh, wow. Für euch wird's geskippt, ab jetzt! Wir werden niemals anhalten. Nein. Alter, das ist Hühnerjagd, was ist denn das? Das müssen wir. Christian! Ich habe nicht gedrückt. Ich habe nämlich selbst keine Ahnung, was ich machen muss. Wie denn drehen? A, B. Okay, B ist weit und A ist nach oben, glaube ich, oder? Nee. Ja. Wer ist am weitesten? Für Philipp ist weiter. Für eine Münze. Herzlichen Glückwunsch. Na, er hat noch nie mal Geld gewettet. Ja, komm, wir fällt leider. Christian hat sich leider vertippt. Ja, ich dachte, ich drück einfach mal A, um so schneller jetet. Ich mach den Hades halt. Schick Bowser nach mir. Lass mir noch ein Sternchen holen. Ja, warte, ich schicke zu dir. Ja! Warum? Okay, ja, gut, kannst du machen. Oh, hups, hab ich leider vertippt. Oh. Dankeschön. Ich hab dich auch lieb. Ja, brauchst du wieder Kapital. Bruder, Christian gibt dir dann den Rest. Komm, Münzspiel oder sowas, wo ich Münzen kriege. Jetzt verbrach ich das Geld auch gleich nochmal, Alter. Ach komm, ich mach mit irgendjemandem gleich ein Kampfspiel. Was sind Duellen schon? Nein, aber wenn wir uns treffen, gibt's doch direkt ein Duell. Du hast kein Geld. Ja, aber der andere hat Geld. Ja, aber du kannst nicht ein Duell. Achso, du meinst ein Kampfspiel. Ah, so. Also Schmerzen möchtest du noch mehr verbreiten.
Oh, danke. Ich hab schon MPIQ gesehen. Ja, das Problem ist, ne, Rubin müsste gut in Videospielen sein dafür. Stopp! Doch gedrückt, blödes Spiel! Ich drück nach. Ey, das Spiel ärgert mich gerade. Weißt du, ich drück nur noch irgendwelche Tasten, irgendwas funktioniert. Achso. Das war gut von mir mal. Hab mich gut verarscht. Minispiel, muss ich sagen, ist doch vielleicht ein Minispiel, was ich gut finde. Toll. Ey, ist schon ein Minispiel, ja? Man muss schon sagen, irgendwo muss ich ja die Punkte nachher rausholen. So, letzte Runde. Letzte Runde. Na, würfel mal. Ist ja... Bringt dir nix. Das stimmt, die Glocke bringt dir ja nix. Doch. Aber die Glocke braucht. Die Glocke meine ich. Ich meine die Lampe. Die ich weiß, aber Kumpel hat aktuell keine nix. Könnte ich mir zumindest noch ein paar. Oh. Ja, nee, du kannst vorbei. Kein Buch bezahlen, ne? Ich weiß. Ach stimmt, das ist ja auch der auch Fall wieder. Gewesen. Ey, das ist. Dynamit hat mich zerstört. Wortwörtlich hat sich das hier zerstört. Wie viele Runden sind das jetzt eigentlich noch? Das letzte. Deswegen hat mich dieses Dynamit gerade komplett zerstört. Und das ist mein eigenes Dynamit gewesen. Wieso drücke ich immer? Ah, ich würde die Flasche. Ich habe so gute Items, das muss man sagen. Und ich kann nichts davon einsetzen. Ganz ehrlich. Geh jetzt einfach nur da lang. Och, vielleicht explodiert es ja nochmal. Boah, man merkt unsere Stimmung. Ich bin super glücklich. Jetzt ist der Stern da weg. Ja. Einfach mal. Er kann aber gut sein, weil es könnte jetzt sein, dass der Stern vor seine Nase kommt. Oder vor Philips. Aber überall Items-Trader. Yay, yeah, die spricht ja gar nicht. Nee, sie hat heute keine Motivation zu sprechen. Oh, schade. Sie ist noch nicht, also ist noch nicht unmöglich, Hades, wenn jetzt. Komm ich niemals hin, Alter, ich kann nur eine 10 würfeln. Ja, siehst du? Okay. Kompf kann sich den Stern auch noch holen. Stimmt. Ey, wäre nice, das ist der zweite Platz. Nee. Die Bonussterne. Achso, ja, ich vergesse die Bonussterne die ganze Zeit. Untergegangen wäre dieses tolle Spiel mit dem Verdoppeln. Nicht mal Cooper redet, Alter. Christian, habe ich dir nicht gesagt? Unsere Projekte, wenn sie enden, ne, sind alle so, dass es entweder keine Bockstimmung kommt oder dass das Spiel richtig abgefuckt ist. Es ist bei dem Spiel am schlimmsten, muss ich gestehen. Ey, das ist aber bei jedem Let's Play von uns gewesen bisher. Also, eigentlich nicht. Ich glaube, der erste Teil, da war doch alles super. Da haben wir der auch erste nee, Teil war noch. Doch, der erste Teil war überhaupt Bombe sogar. Und der zweite Teil... Nee, der erste Teil war noch, da habe ich doch einen richtig geilen Dings gemacht, wo Rubin halt so viel failed hat. Da habe ich was richtig geiles neu gemacht. Aber beim zweiten Teil, doch, der zweite Teil war auch noch okay. Wenn man jetzt Mario Party durchgeht, der dritte ist halt. Guck mal, Kompf hat noch einen Stern bekommen. Wir haben bei jedem gesagt, oh, hoffentlich geht das jetzt zu Ende, schneller. Ich glaube, das haben wir gesagt bei Sea of Thieves, wo mit diesen DLCs. Ach so, wow. Ja, gut. Das hat auch fast meinen Rechner zerschossen. Das stimmt, Sea of Thieves war krank. Ich hätte auch wieder Bock auf Sea of Thieves, ne, bin ich ehrlich. Nee, nicht. An sich habe ich auch mal wieder Bock auf Spiele, aber... Also ich hab's noch auf der Festplatte. Echt? Mir ist das viel zu groß, um das dauerhaft auf der Festplatte zu lassen. Also welches Teil war ich voll? Auf das Spiel kann ich kann da stehen bleiben. Ey, Bett nicht drehen wieder? Also wenn du normal drehst, dann weiß ich nicht, was mit dem Spiel mit bei dir falsch ist. Weil ja, da siehst du. Du drehst einfach. Auch. Komm, lass es den Weg versperren, Christian. Ich muss dafür überhaupt erstmal... Ich schaff's ja nicht mehr zu...
Wie fährt man denn? Ach, mit A. Ich mit A. Ui. Ui. Hallo, ist Leute. Die haben wir müssten eigentlich jetzt hier alle, müssten jetzt hier zu dritt stehen bleiben. Eine Kette machen. Okay. Na, dann mach Kade, mal. Du musst dahin. Nein! Ich hab's verkackt. Wir haben noch eine Runde, komm! Eine Runde habt ihr noch. Oh, Leute. Nein, schade. Wie eklig wollen wir sein? Ich bin so gut. Ich meine, da drinst du hinterher. Auswertung! Ah, oh, das war, freut mich jetzt endlich drauf. Ende, okay, bitte. Hier geht's um Sieg, ne? Ganz knapp. Kann aber nur sein, dass... Oh. Der andere letzte Bonusstern noch reinhaut. Du weißt ja nicht, wer den Fragezeichenstern hat. Der Fragezeichenstern, der wird jetzt entscheiden, ob Hades gewinnt. Ja. Obwohl, wenn Hades muss den. Ne, Hades muss den Fragezeichenstern bekommen. Wenn du zwei hast, hast du auch drei Stück. Und dann willst du wegen den Münzen gewinnen. Nee, ich hab drei und Hades hat dann vier. So, Minispielstern geht an mir, ja. Nein, ich meine, Hades muss den Fragezeichen bekommen. Wenn er den nicht bekommt, steht 3-3. Dann gewinne ich. Aber ja. Hey, Glückwunsch, jetzt hat Hades gewonnen. Danke. Endlich mal, Alter, das letzte Level. Wegen dem Dynamitstern. Das ist der Dynamit-Fragezeichen. Ist halt echt so, oh Gott, Alter. Er hat nur wegen Dynamit gewonnen, weil er uns einfach immer geärgert hat. Ach, weil ich der beste Spieler der Welt bin. Mhm. Ja, jetzt so. Das von Mario selbst auserkoren. Er kam zu mir in die Bäckerei und hat gesagt, du bist es heute. Du wirst ein Superstar. Da. Verdient. Gewonnen. Warum war Luigi an der Zeit, wenn du... Jetzt sag's mal so, meine Wertung war bestimmt schon mal... geh jetzt nicht weiter drauf ein. Ihr werdet die Wertung sehen. Ich glaube, die habe ich aber auch schon geschrieben. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Bis denne und bis zu einem anderen Projekt. Also, 7 von 10, bis ciao. Ciao.